So, guten Morgen. So, schauen wir mal in die Küche. Was wir da alles tun können, damit wir aussehen. Heute haben wir den ersten Herbst da, einen Sommer. Ein schnelles Eingelegtes. Da. Ja, das eine reicht. So viel, dass wir was haben dann zum Verkaufen. Genau. Dann haben wir da. Hauptgerichte. Sushi. Da brauchen wir eigentlich nur einen Fisch. Auch für die Fischgerichte, da kriegt man ja nicht viel. So. Hauptgerichte. Sandwich. Blaues Curry. Kriegt man das irgendwo zum Kaufen? Da haben wir einen Käse. Dann haben wir da eine Milch und einen Pilz. Da können wir zwei machen. Okay. Deine Tasche ist voll. Na brav, oder? So. Die zwei können wir mal weglassen schmeißen. Dann Käse lassen wir ein bisschen was da. Die Tomaten können wir wegtun. Die können wir wegtun. Dann haben wir da Melonen. Da haben wir Melonen. Gar nicht so wenig. Ah, da können wir welche verkaufen. Die lassen wir einstweilen. So, dann haben wir da einmal Eier. Ah, Käse. Den tun wir weg. Da. Die Gewürze, da können wir wegtun. Ja, die brauchen wir ja gar nicht alle, die könnte man mal verkaufen. Das tun wir außen rein, weil das tun wir verkaufen. Da möchte man auch ein bisschen was verkaufen. Da haben wir Butter. Da haben wir auch so viel Butter. Ah, da. Auch Butter drinnen. Nein, aber Milch. So, die Zugaufer. Ei. Den müssen wir dann pflanzen. So. Schauen wir noch mal. Hauptgericht. Das da wollte ich machen, gell? Und zwar haben wir da. Da. Das heißt, ich brauche da eigentlich gar keine Milch. Okay. So, schauen wir mal aus, wie es draußen ausschaut. Ah, ich wollte schauen, ob irgendwas ansteht heute. Oh, grüß dich. Was tust du denn? So, da steht nichts an, oder? Na, morgen haben wir das Feuerwerk. Okay, da gehen wir natürlich wieder hin. Schauen wir mal, was sagt der Spiegel. So sieht das Gesicht von jemandem aus, der hart arbeitet. Okay, du? Luke? Ja, aber das ist kein Luke da, der was mir gefallen hätte im Alter. Das schaut mir so kindisch aus. Wie ist du da? Was nicht, ha? Ist da können wir machen? Okay, bestätigen. Okay. Das heißt, das Feuerwerk haben wir morgen. So. Da haben wir dann einmal ein bisschen Wasser. Da tun wir mal die Tiere raus. So, da holen wir sie mal an Milch, bis wir das einmal alles erledigt haben. So, du gibst mir deine Milch, gell?
Ja, ist ja brav. So, dann sieh da. Ist sie nicht richtig? Komm vor, ha? Kommt mit deren Trächtigkeit gut zurecht. Schauen wir, was für ein Stier, dass sie dann überhaupt richtig geworden ist. Okay, außer... Da haben wir sonst nichts. Dann können wir gleich mal da eine schauen, wegen dem Füttern. Ah, da ist eh noch alles. Außer mein Pferd oben. Wieso kann ich da nicht weitergehen? So, nochmal. Was soll das jetzt? Wieso kann ich da nicht weitergehen? Spinnt ein bisschen. Okay, los muss einstweilen. Schauen wir dann später. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir da? Nichts. Da haben wir auch nichts. Irgendwo kann man da was schütteln, oder? Nein, da ist nichts. So, da. Schauen wir mal da durch. Da haben wir auch nichts. Okay. So, dadurch, dass wir jetzt aber nichts gießen brauchen, können wir gleich mal pflanzen. Und zwar da. Sommer. Sommer. Frühling. Da kann ich die wegtun können. Frühling. Frühling. Und Data da. Sommer. Bis zum Winter. Sommer. Frühling. Okay, das sehen wir dann eh, was man nimmt. So, dann wir gleich mal da weiter, oder? Oder haben wir dort noch ein paar Tomaten auf? So, schauen wir mal. Die da? Und da. Da kann man eine her tun. Sind einmal die Wassermelonen. So, da haben wir mal voll. Dann hätten wir da. Ah, Frühling bis zum Sommer. Das sind nichts. Die können wir alle aufhauen. Die nicht. Die zwei tun wir dann vorn auf. Sommer bis zum Herbst. Die können wir auch aufhauen. Frühling. Das heißt, die da. Dann machen wir auf. So, aber da haben wir auch noch alles zu wenig. Schau. So, haben wir mal die da auf. Da oben um eins. Da. Und da. Da sollst du das verwenden, habe ich gesagt. Da. Ja, genau. Dann fangen wir von unten an. Dann muss ich den da einzeln aufsetzen. Hm? Da. Da. Jetzt sieht genau aus. So. Dann. Und verwenden. So, jetzt schauen wir zurück runter. Dann haben wir, so wie gesagt, den setze ich drüben auf. Da haben wir Sommer bis zum Herbst. Frühling. Frühling. Da haben wir noch Sommer bis zum Herbst. So, ausgekühlt. Und zwar wieder.
Ja, das ist halt alles zu wenig. Wäre halt nicht schlecht, wenn wir das ganze Feld früh machen könnten einmal. He? Ist er da? Da haben wir noch 13. Gehen das auch zu auf? Das heißt, ich brauche da noch ein paar Wassermelonen. Oder normale Melonen. Müssen wir uns noch welche holen, ha? So. Und vielleicht dann auch noch ein paar Tomaten oder was? Der Dorfer? Gibt es das, dass man sonst im Sommer nichts pflanzen kann? Da bringen wir nichts mehr. Sommer bis zum Herbst, das setzen wir drüben an. Das setze ich auch drüben an. Das ist auch nichts mehr. Schauen wir mal da. So, wird ihr wieder rein, ha? So, haben wir da noch irgendwas? Es ist alles nichts, was sonst kann man die sitzen. Da muss man raus. Sie muss hier. So, das sind Kartoffeln. Erdbeeren haben wir jetzt keine, oder? Aber das sehe ich, wenn es da drin sind, nicht. Immer danke wieder zurück an die Rahmen. Karotten. Die Kartoffeln nicht. Wo hat man Karotten? So, schauen wir einmal. So, die Erdbeeren sind im Herbst. Herbst, okay. Frühling? Frühling bis zum Herbst. Okay, da könnte man auch ansitzen. Dann Herbst, da tun wir wieder zurück rein. Das heißt, wir lassen nur die draußen. Da tun wir weg. Ich setze mir drüben an. Ich setze mir drüben an. Frühling bis zum Sommer, der bringen mir jetzt auch nichts mehr. Das heißt, Karotten da mal weg. Erdbeeren da mal weg. Karotten da mal weg. So, den da mal weg. Den können wir weg tun, das ist alles für den Herbst. Die sind auch vom Herbst. Dann haben wir die. Auch, glaube ich, vom Herbst. Die Melonen sind für den Frühling. So, schauen wir da. Na, wo ist das kleine Fütter? Schauen wir mal da durch auf. Dadurch, dass das jetzt eh so schön immer wieder beflügelt wird, könnte man ja da eigentlich noch ein paar aufversitzen. So, jetzt muss ich mal schauen. Na komm. Hey da. Weiß ich nicht. Nein, die kann ich da nicht anpflanzen. Wie schaut es mit euch aus? Auch nicht. Na. Okay, dann müssen wir drüben halt Bäume machen. Hilft eh nichts. Von da auf ist einmal alles zu. Dann haben wir da. Und zwar, da haben wir zwei, genau, hin damit. So, haben wir da unten wieder an. So, dann haben wir da. Siebene. Genau, eine Reihe durch auf. Drei. Dann haben wir da. Da müssen wir mal. Da. Ah, nicht da, da. So, jetzt habe ich wieder eins wenig. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So. So. Haben wir da. Ja,
komme ich da an zu wenig. So, offen. So und da. So. Den roten, den blauen. Immer offen sitzen. So. 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 Wo gehen wir mit den blauen hin? Ah, gleich da offen. Da habe ich leider auch noch nicht mehr. Sonst haben wir nichts mehr, gell? Frühling, Sommer. Weiß ich nicht, ob die dann, ob da noch irgendwas wachsen würde. So. Das heißt, was könnte man sich da eigentlich noch dazusetzen? Da kommt noch nichts runter. Das muss Glück sein. Dann einmal. Ah, da hinten, schau. Was haben wir da jetzt draußen? Fertig, besser gesagt. Fertig. So, schauen wir mal. Den Frühling bis zum Herbst angesetzt. Frühling bis zum Herbst. Frühling bis zum Herbst. Angepflanzt. Oh, kann ich nicht dafür sitzen, oder? Na, der Kerl, wo ich um ins schöne Höhe. Nur warum eigentlich? So, da haben wir. Und da. Dann haben wir runter zu. Hey, da. Dann haben wir zwei. Eins. Okay, was hätten wir da noch? Hey. Ich glaube, geht nicht. Ich kann nicht. Frühling, nein. Hey. Frühling, Sommer. Da haben wir noch. Dann haben wir nichts mehr. So. Aber Ruiz. So. Den können wir aussitzen. Wie sie gesagt, anpflanzen. So. Da haben wir auch noch zwei. Und die anderen können wir wegräumen. So, und da haben wir jetzt noch einige an Felder. 2, 4, 6. Was? 2, 4, 6. 7, 8, nee, nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nee, nee. Das heißt, ich brauche so um die 36 irgendwas. Aber da haben wir jetzt nichts mehr. Das heißt, ich laufe jetzt da rauf und schau mal, ob wir da irgendwas kaufen können. Jetzt weiß ich halt nicht, ist da jemand drinnen? Oder kann ich das draußen da kaufen? Das ist eh da. Brauchst du was? Auftrag, was hat's denn da? Ja, nicht gern, aber du hast nicht ganz das, was ich suche. Vielleicht beim nächsten Mal. Aha, brauchst du was? Zum Blauen dann. Willkommen. Wenn du Feldfrüchte anbauen willst, musst du wissen, zu welcher Jahreszeit. Sicher. Alles klar, hier kommen meine heißen Erntetipps. Also pass gut auf. Tomaten wachsen vom Frühling bis zum Herbst. Wassermelonen im Frühling und Sommer. Melonen wachsen im Sommer und Herbst. Erdbeeren im Herbst. Ja, das wissen wir eigentlich eh alles. Und Winter. Was kaufen? Ja. So. Tomaten.
Steckrübe, Sommer bis zum Winter. Wo wir da gar keine daheim? Okay, da haben wir noch einmal 20 offen. Ja. Ich habe mich jetzt nicht verdammt. So, das sind die Steckrüben im Sommer. Okay, dann haben wir da Melonen im Sommer bis zum Herbst. So, da haben wir auch noch offen. Erdbeeren braucht man jetzt keine. Tomaten hätten wir ja. Die sind alle nichts mehr. Orangen. Trauben haben wir, Bananen haben wir auch. Dünger braucht man nicht, den machen wir auch schon selber. Die Süßkartoffeln braucht man in dem Sinne auch nicht. Die wuchsen erst im Herbst. Okay. Aus im Herbst. Melonen, dann haben wir da noch ein paar Steckrüben auf. Nehmen wir noch die Zähne mit. Okay. Okay, danke dir. Ja. Und dann wollen wir es halt züchten wieder. Karotten und Wasser mit dem Kreuzen. Sogar mit Baumfrüchten geht das. Was? Du könntest Tomaten und Kartoffeln oder Karotten und Wassermelonen kreuzen. Ich habe eh schon einiges an Kreuzungen. Und da muss ich mal schauen, was man dann im Herbst pflanzen können. So. Aber auf mein Pferd vergessen. So. So, das Feld da oben machen wir jetzt so einigermaßen einmal voll. Na, schauen wir mal. Da ein Reih durch. So, die ist da. So, schauen wir mal. Was könnte man jetzt da aufsitzen? Und zwar da. Ich hoffe schon, dass das jetzt wirklich passt. Da. Sommer bis zum Winter, okay. Das heißt, ich setze mich jetzt einmal da durch. So, dann haben wir da noch eine Reihe. Da x-mal, gell, zu viel. So, auf mit dem da. So, jetzt war nicht schlecht, wenn ich selber was essen würde. So, da hätten wir noch drei, die kann ich dann mal unten da noch hinsetzen. So. Dann haben wir da. Was wir durchhaufen. Und zwar da. Ah, das war ein bisschen dumm. Ist egal. So. Dann haben wir eigentlich soweit nichts mehr, oder? Da haben wir noch drei. Ich mir denke, ich habe mehr mitgenommen. Also da. Da. Und da. Habe ich sonst nichts mehr mit? Da. Nein, haben wir sonst nichts mehr. Ich mir denke, ich habe mehr mitgenommen.
So, da können wir alle nichts mehr anfangen. So, da haben wir mal die Tiere rein, oder? Was haben wir da? Eine Laternenblume. Dankeschön. So, haben wir da heute irgendwas? Nein, morgen. Darum hätte ich mir ja gedacht. Also, die Tiere rein. Da liegt mal ein befruchtetes Ei. Weg. Da rein. In den Stall rufen. So. So, das kann man mitnehmen. Schauen wir mal da oben. Auf jeden Stand ist schon zu spät. Aber da wären Aufträge. Blaumatte. Ich glaube, da haben wir eine, oder? Wie lange haben wir da Zeit? 19 Tage, okay. Und dann tintenschwarze Pasta. Eine tintenschwarze Pasta, wo kriege ich denn die her? Ja, keine Ahnung. So, für den Stand ist da eigentlich schon zu spät. Okay. Was tust du da? Kannst nichts haben. Oh, Mausi, warum bist du denn so spät noch wach? Hast du denn so viel zu tun? Das behelfen kann nicht schneller. Stell dir vor, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Yep. Einer von vielen Vorteilen, wenn man den besten Mann der Welt hat. Dankeschön. Jedenfalls ist es in der Kiste beim Haus, falls du es noch nicht gesehen hast. Ich bin gut im Schenken. Du wirst es also garantiert lieben. Ja, haben wir schon gesehen. Haben wir schon gesehen. Wenn er mir helfen würde, würde es wahrscheinlich auch eine Spur schneller gehen. So, da haben wir nichts drinnen, oder? Na, was kann man da nicht tun? Da haben wir gleich alles rein. Da, weg damit. Hey, nicht damit. Da können wir auch noch einen machen. Das ist hier sowieso. Ist egal, das sehe ich jetzt da nicht. So, was du einmal. Da haben wir leider nichts. Süß, was? Gibt es das, dass man den jetzt nicht setzen kann? Nein. So, weg eine damit. Könnte man aber dann auch mal mehr draus machen. Aber ich habe leider momentan keine. Ja. Und da muss ich schauen, wegen einer Kreuzung für den Herbst. So. Aber dadurch, dass ich mein Pferd schon drinnen habe, laufe ich da jetzt ein bisschen zu Fuß runter. Ja, die haben so verführerisch aufgeschaut unten. Da. Da. Und da. Na, was da? Na. Ah, dann können wir eigentlich eh schon wieder heimlaufen. Zum Schlafen. So. Laufen wir. Dass ich da nirgends durch, auf einmal gleich. Da hätten sie auch können einen Weg machen. Extra für mich, oder? Warte mal. Da will ich nicht her, da will ich her.
roteste Salate. So, kann eine Tomate blau sein? Ah, da habe ich ja eine, oder? Aber nicht mehr erinnern. Na, da habe ich, glaube ich, noch einmal anpflanzt. Da habe ich eine da. Ins Haus. Na, können wir mal schauen, oder? So. Da. Haben wir da blaue Tomaten da eine da? Nein, da habe ich glaube ich noch einmal gemacht, gell? Da könnte man eigentlich auch noch einmal Samen machen zum Anpflanzen. Da eigentlich ja auch, oder? Und bei der da auch. Ich habe eh keine zum Hergeben. Und die drei da, wenn man auch so Sachen machen. Die eine, da kann ich auch noch pflanzen. So, also draußen ist alles voll, gell? Das heißt, die kann ich erst morgen machen. Die haben wir ja voll geschmissen. Was mit Wassermelonen? Okay. Dann werde ich die da. Da, eins, zwei in den Kühlschrank tun. Da haben wir gar keine Sachen da. Weht um einen Kühlschrank? Weht um einen Kühlschrank? Da haben wir noch drei. Ich kann mir auch einen Kühlschrank geben, da draußen gleich. Was hätten wir dann da noch? Haben wir den einen da? Und den einen da auch. So, da haben wir sonst eh nichts. Diese. Okay. Schauen wir mal die Tochter schon daheim. Ja. Schauen wir mal, was sie spricht. Aber die redet nicht viel mit mir. Warte mal. Essen oder was? Nimmt sie mir ja keins, gell? Nimmt sie mir eine Milch? Tja. Was ablegen. Hey Mama! Die kommt von unserem Hof, stimmt's? Aha, okay. Milch nimmt sie mir? Keine mehr. Trinkt man selber. Auch gesund, gell? Essen oder was? Magst du sowas? Wow, hast du das gemacht? Na klar, sieht man das nicht? Tatsächlich, das ist ja toll. Wenn ich das gemacht hätte, wäre es sicher nichts geworden. Ich muss wohl noch einiges lernen, wenn ich mal so gut werden will wie du. Aber nehmen tut es nicht, gell? Magst du das da? Sushi? Das Essen im Gasthaus ist auch super. Hast du schon mal dort gegessen? Super, ha? So, dann begeben wir uns ins Bett. Morgen haben wir eh die Veranstaltung. Dann sage ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Gute Nacht.